Moin Moin, willkommen zurück zu Pokémon Schild. Zusammen mit Muffy wieder. Und ja, wir haben diese Folgen, die jetzt kommen, also die nächsten paar Sachen, die passieren, kennen wir alle schon, weil wir das schon mal aufgenommen haben. Aber Muffy halt sehr leise war. Deswegen machen wir das nochmal. Und jetzt bin ich ein bisschen lauter. Yay. Auf der Aufnahme wieder. Und ja, die letzten Folgen bin ich leider auch nicht so gut zu hören. Oder gar nicht, weiß ich. Ich weiß es leider selber nicht ganz genau, wie es sich anhört. Aber nicht sonderlich gut. Okay. Gut. Ja, dann geht weiter, oder was? Geht weiter. Ich habe gesehen, wir müssen das Team heilen. Das würde ich auch gleich tun. Oh, da sind noch Ausrufezeichen. Grauenvoll, Trudel. Nein. Wollte es auch, das geht so nicht. Oh, einfach alles mit denken. Aber du hast doch noch 7. Noch 6. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da. Ja. Noch 4. Oh, Meisterball. Oh, Meisterball. Lebensorb, stimmt. Okay. Yes. Let's go. Power Rangers. Machen wir Phandra nach vorne. Was wir auch entwickelt hatten. Ja. Aber nicht mehr. So. Let's go. Los, geben wir das Schwert und die Schild. Ich kann gar nicht mehr. Weil die das einfach schon mal gemacht haben. Okay. Um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Serkien und Samasenta irgendwann wieder. Ja. Alles hinlegen. Ne, schmeiß den Scheiß dahin jetzt. Serkien und Samasenta, vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätten wir das nicht. Wir sind ein bisschen spät dran. Aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Die verrosteten Dinger, die. Hopp und du, gib das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Farani. Zu mir oder zu dir? Was hast du jetzt vor, Sania? Ach, das war auch. Ich. Ja. Ich bleibe noch ein bisschen im Wald, um ein, wie hatte ich sie denn, noch Nachforschung anzustellen tun, ja, Sachen machen. So. Ja. Huch, der Energiequellendetektor steht aus. Ach ja, habe ich hier gesprochen. Oha, oha. Wer sagt das? Ich habe eine Idee für den Schildtypen. Den Schwerttypen fand ich, habe ich okay gesprochen, so wie ich es mir vorstelle. Und den Schildtypen würde ich dann noch anders sprechen. Ich glaube, das ist der Schildtyp, oder? Wir sagen einfach, es ist der Schildtyp, also. Wir haben uns schon gefragt, wer hier so diesen Lärm veranstaltet. Oha, oha. Das ist so dumm. So? Man sieht nicht, wer das sagt. Sind Sie etwa Professor Sanya, die Autorin von die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Das war jetzt der Schwerttyp. Der Mund hat sich bewegt. Der andere hat zwar genickt, aber der Mund von dem Schwerttyp. Ah! Das ist der Schwerttyp. Gewiss doch! Yep. Wir haben keine Seite, kein Buchstaben ausgelassen! Jetzt war es der Schildtyp, oder? Der eine nickt, der andere spricht, oder? Bin ich jetzt verrückt? Ja, ja. Okay. Ich glaube. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere. Ein widerliches Buch voller Lügen. Leider mehr wert als ein Stein. Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwerthold. Ich bin Schildrich. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galat. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch unheimlich berühmt. Ich kenne euch nicht. So berühmt seid ihr gar nicht. Wahre Erben, blaues Blut, was faselt ihr da? Was stimmt mit ihm denn nicht? Erstmal ins Labor bringen. Oha, oha! Sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem sie so will?
Oha, oha. Sind die wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie bloß hinten anzufassen. Zieh doch Handschuhe an, Idiot. Achso. Manuel ergreift das rostige Schwert. Jetzt ergreift das rostige Schwert. Hey, Finger weg, wir haben die eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du sicher wissen, wem sie gehören. Hm? Weil, wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Mensch, ey, du Arsch. Falsch auf ihrer Wasse. Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr wichtig für Säckchen und Samasenta. Du meinte Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niederen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind berühmten, dass uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Ja. Du hast die Ehre, gegen mich, den mächtigen Schildrich kämpfen zu dürfen. Schildrich. Ja, der Wahnsinn. Oh Mann. Das kann interessant werden. Oh, 60. Headsider hat Angriffwert gesagt. Oh, Psychobeißer ist doch. Psychobeißer ist effektiv, oder? Ja. 85. Oh. Nett, nett. Ja, das so. Eieieiei. Oh mein Gott. Eieieiei. Gehen wir es nochmal. Mal sehen. Gehen wir mal direkte Angriffe. Müsste jetzt ja weniger Schaden machen, ne? Verteidigung erhöht. Nope. Oh mein Gott. What? Ist doch nur Kampf, oder? Dachte ich. Das heißt, es hätte mit Step noch mehr wie getan. Aber trotzdem. Nicht schlechter Schaden. Und nochmal Psycho beißen. Jawohl. Ja, wie schön das. Und rauswechseln. Oh Mann, Fandra. Was kommt? Oh. Und so. Kannst zwar Phantomkraft, aber. Kämpf mal weiter, helles voll und mach den Phantom. Ah, okay. Was, haben wir was zum Verleihen? Jo. Will ich. Du machst noch. Büroball könnte wehtun. Ei. Oh, weniger als die Hälfte. Grad so, wenn es eine schlechte Rolle war. Mal gucken. Krit ihn einfach tot. Okay. Ich glaube, du one-hit es nicht. Glaube ich auch nicht. Deswegen. Wo? Ja. Immerhin über die Hälfte. Und. Ich hätte nichts anderes. Gut. Hoffentlich war das keine super krasse Roll von dem von Phantomkraft. Ach. Ist einfach kaputt. Gut. Easy. Ja, ist nicht klar. Genau. Yay! Level 58. Level 58. Oh, Legius. Ich auch mit Psychobeißer. Auch eigentlich schon wieder, ne? Probieren wir es nochmal. Oh. Was? Nee, warte. Was? War Käfer auf Geist effektiv? Nein. Gut. Glaube ich sogar nicht so effektiv. Okay. Hat sowas gefehlt. Nice. Alles wie geplant.
Oh, so viel Schaden bekommt er. Natürlich. Ich habe einfach nicht verfehlt. Oh, schön. Okay. Das ist okay. Wow. Reitseite. Verfehlt. Das ist aber gut. Sehr schön. Oh, komm los. Klick die Klappe. Da soll die nicht drin bleiben. Ist irgendwas mit einer Bodenattacke? Ja, ach ja, fette Stärke. Da war was. Kalapa, du schaffst das. Ah, na gut. Weiß gar nicht, ob das in den Folgen war. Das weiß ich. Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Genug aufgelernt. Jetzt mache ich ernst. Warum machen die immer erst beim letzten Pokémon ernst? Ich glaube, das haben wir schon mal gefragt. Also das ist halt echt witzig jetzt, was man in der letzten Folge gesagt hat. Ja. Was wann passiert ist. Na, schwierig. Man wird schon. Wenn es noch nicht passiert ist, Galoppa hat mal wie viel? 6 von 10 Pferdesteinen daneben gehauen bei 5%. Genau. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Erdbeben wäre cool. Oh, das ist effektiv. Oh shit, ja klar, ist ja Stahl. Oh nein, was? Ich hab vergessen, das ist zweimal. Ups. Ja. Hallo Galoppa, ne? Jetzt ein Präzisionsschuss reicht auch. Oh, weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie viel HP es noch hat. KP. Das glaube ich schon im roten Bereich, oder? Wie sollte das ausreichen? Die Frage, ob ich schneller. Oh nee, doch nicht. Die Frage, ob ich noch schneller. Dann könnte es knapp werden. Mann, Leute. Nee, es reicht nicht. Es reicht nicht! Oh, das reicht nicht! Jetzt reicht's. Oh vielleicht. Fuck! Oh! Natürlich! Oh, okay. Das ist auch gut, ne? Oh Mann. Es ist schneller? Es hat Gangwechsel eingesetzt. Erhöht eine Initiative, glaube ich. Was denn? So. Stark? Sehr stark. Ja, ja doch. Doch, habe ich gesehen. Ja. Tot. Wie kann das passieren? Meine Pokémon. Meine Pokés. Ja. Deswegen steht wieder an mich genommen. So. Papa, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie dem auch sei, dem Lachen nach zu urteilen, hat mein älterer Bruder den Sieg errungen. Tut mir leid, Fahani, ich hab verloren. Was kannst du eigentlich? Gar nichts, deswegen tut mir ja so leid. Achso. Was war denn das los? Was war denn da los, Junge? Hat dich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert? Oder war mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, liebes Brüderchen, ist das nicht der Trainer, der unter der Kontrolle gebracht hat? Jetzt wo du es sagst, ja, du hast recht. Es muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meine Informationsfolge war sie auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Solch ein Frevel, dann hat dieses Gehör auch so die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Die Logik dahinter, weil man Zeuge von etwas war, verantwortlich dafür. Natürlich. Meinen Sie die Wandmalerei, die Statuen von Säckchen und Samamenta verdeckt hat? Barani hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns als Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir sie in Grund und Boden. So soll es sein. Die sind alle. Hey, ihr geblieben, gibt das rostige Schwert zurück?
wahrscheinlich. Warte, hopp! Hat nichts kaputt gehabt. Hopp, hopp! Also wirklich, er kann den doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Punkt, Punkt, Punkt. Du kriegst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Ja, ich habe keine Emotionen. Doch ein bisschen mehr als im letzten Teil auf jeden Fall. Seltsam, dass Hopp gegen diese Schnösel verloren hat. Gegen die Sennschnösel. Er wirkte etwas unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund, ja, seine Pracht hat ihn nicht eingeschüchtert, sondern abgelenkt. Das war das Problem. Genau. Ein so ein bouncendes Schwert. Der täglich. Wie haben es dann das? Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als seine Rivalin zum Champ geworden bist. Selbst jemanden wie Hopp wird das zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns. Schwerthold und Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Wollen wir das vielleicht im Labor in Raspberry beschützen? Besprechen. Klar machen wir das. Danke, ich hätte gar nicht fragen müssen, was? Richtig, wir haben eh keine Wahl. Wir wollen das Spiel durchspielen, also genau. Fragst du. Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Okay. Kampai? Was? Kampai? Nicht? Ich dachte, vielleicht. Kann ja sein. Macht das Sinn, da hinzufliegen, oder? Ist was das direkt hier vorne? Quasi ja, da unten? Ist ja, ist da vorne rechts. Hast du ganz... Nein! Kannst du auch. Kannst du auch lassen, ne? Können wir auch hinfahren. Wollte ich nämlich gesagt haben. Da. Wunderbar. Wunderbar. Willst du dich sprechen, oder? Oh! Bei mir klingen alle Frauen gleich. Professor Sanja! Ja, besucht's! Ah, Farani, da bist du ja. Verdammt. Wer ist das? Das ist meine Assistentin. Ich habe mit meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun. Also hilft sie mir aus. Präsident Rose hatte eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Beste Idee ever. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist mir eine kleine, große, eventuell Hilfe. Ach, ich mache doch nur meine Arbeit. Du bist also Farani, der Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hi. Hey. Dann komm mal mit. Ich will dir etwas zeigen. Zeig. Hey, ihre Schuhe in rot-schwarz wären bestimmt cool. Würden zu unserem Outfit passen. Ja. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektoren? Detektor? Ja, Einzahl. Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Gala-Partikeln erfasst. Also an einem Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Musst du nicht in der Arena an den Kopf halten, weil du kriegst einen Schlag ins Gesicht? Weil er ausschlägt? Ja. Du wirst es nicht glauben, aber ich musste lachen. Der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Echt? Wollen die in den Fluss schwimmen, oder? Geil, das wird immer besser. Ja, genau das! Na, guck mal, da oben ein Duflo und da unten ein Raupi. Fällt mir jetzt auch drauf. Nette Zeichnung. Gibt's ja aber genau nicht zu fangen, das. Oder? Ach doch, Raupi gibt's. Duflo auch. Und im Hintergrund auf den Maps, die... Logos von da, wo Pokémon sind, diese roten Symbole mit den weißen Zeichen drauf, sehen ein bisschen so aus wie das EMP-Logo. Ja, dachte ich mir auch. So. Ja, genau das. Ja, genau das.
Oh, guck mal, da hängt noch ein Onyx rechts vom Raubi. Wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Noch ein Krebskorb und Krebskorb unten links. Oh, ja. Schwerthold und Schildrich? Oder waren es Schwerthold und Schildrich? Guck mal, da ist eine Voldi-Tasse auf dem Tisch. Auf dem ist doch Voldi, großen oder? Schreibtisch links, ne? Ja. Mhm, sehe ich. Soll es was anderes sein? Glaube, ist es entweder Voldi oder, wie heißt das, fliegende Elektro? Emolga? Emolga. Emolga glaube ich fast nicht. Aber eigentlich, also Emolga ist ja auch nicht hier im Spiel, oder? Ich glaube nicht, bisher. Nee. Deswegen würde ich auch eher Voldi sagen. Ja. Ach, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Ach, aber bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Gala-Region, überall, Energiequellendetektoren verteilt. Also dann, wann, wenn du dich einen Schritt bewegst, trittst du auch einen kaputt, weil die nämlich überall sind. In der Zeit, wo wir zum Labor sind, hat die überall die Detektoren verteilt, oder wann? Auf ihrer Reise zur Kacke. Forschung. Ich finde das cool, ich will das nach einer Weile. Zeigt, was ihr könnt, Detektoren! ungefähr so ständig. Ich tippe auf einem gesperrten Handy rum. Denn der Bildschirm ist aus. Nein. Die Helligkeit ist nur so niedrig, dass wir das aus dem Blickwinkel mit der Beleuchtung vom Labor einfach den Bildschirm nicht sehen können. Das alles. Warum? Soll ich jetzt. Ach, da würde ich mir jetzt angucken. Oder? Damit du den Ausrufezeichen siehst da. Du kannst gerade kein Flugzeichen rufen. Wow, so ein heftiger Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Was hast du denn gegessen? Das Falsche, mir ist auch schon ganz übel. Oh, ich muss auf Klo. Das Signal kommt aus dem Turfield-Stadion. An sich ist das nicht ungewöhnlich. Immerhin ist im Stadion die Dynamaximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Ja, das kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du schon nichts gefangen. Also hat es vielleicht etwas mit den beiden Clowns zu tun. Schildhold und der andere Rich. Farani als Champ, solltest du dieser Sache auf den Grund gehen. Das mit dem Tauchen. Erinnerst du? Achso. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Ich kann das Wort nicht mehr normal lesen. Es war einfach die Orientierung. Kennst du das? Ich weiß gar nicht, ob das einzige ist, aber das eine Lied von Michael Wendler, das neue. Ups. Nein. Nein. Ich weiß nur, dass es egal heißt. Genau. Das weiß ich. Mehr nicht. Und seitdem ich das Lied mal gehört habe, kann ich egal auch nicht mehr normal aussprechen. Okay. Ich weiß das gar nicht. Es wird irgendwie so. Das A ist auf jeden Fall angezogen, glaube ich. Ja. Egal! Ja, mehr kenne ich nicht. Ich habe es also auch von Michael Wendler noch nie gehört, sondern immer nur von anderen Leuten. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo das dann noch vorkam, das egal. Ja, ja, ach so, das mit dem Pokémon. Wollen wir das gleich machen? Mit dem Fleckmann? Oder nicht? Ja, kannst du machen. Haben wir irgendwas zum Pokémon fangen? Irgendwas Paralyse einschläfern oder so? Ja. Kurz nach vorne packen? Ich glaube, ich habe nichts. Ja. Irgendwas, was schwächen könnte? Nee, ich glaube, ich habe da nichts. Nichts! Nur dann. Pferdestärke trifft eh nicht. Ich könnte höchstens. Wir könnten höchstens zur Box gehen. Weißt du noch, welches Level das war? Nee, ne? Nur 12 oder 14 oder sowas.
hätte irgendwas zwischen 27 geschätzt. Level 49. Das könnte funktionieren. Ein Donner von Pikachu Level 60. Trifft auch nicht. Alle Vorgänge. Ja gut, dann. Genau. Einfach Bälle werfen. Auch Bälle werfen. Das haben wir beim letzten Mal. Wettbewerb. Ja klar, das klingt gut. Sehr gut. Sehr gut. Irgendeine... Rosarada? Roselia vielleicht? Nein. Toxin. Und versuchen es zu fangen, bevor es stirbt. Ja, in der ersten Runde Toxin machen und dann Bälle werfen. Horarad, was ist das denn? Hättest du ja nachgucken können. Ich bin ja auch Hypnose, aber nee. Rübser, rübs es an. Bist du Hypnose? Ich nicht. Bist du? Es kann Cola-Augen. So. Abgangsbundskonter. Genau das, was wir brauchen. Nachtnebel ist zwar nicht schlecht, aber nicht von dem Level 65. Ja, das stimmt wohl. Nachtnebel ist auch Abgangsbund. Schön. Ich. Ist denn los hier, ey? Nix. Das ist Sonderwelle. Mit die Nitodos. Achso, ja, perfekt. Das ist nichts. Packen wir kurz mal Sandra weg. Haben wir zumindest einen Status drauf, ja. Und können dann Bälle werfen. Ah. Du? Ich? Ich hatte, glaube ich, den Typen gesprochen. Du hast den Bahn... Zimmer. Ja? Okay. Ja. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Die Stimme passt nicht hundertprozentig. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Oh. Könnt ihr bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Aber selbstredend, Sie können schließlich nicht hell sehen, oder? Nicht so wie ich. Vielen Dank, einen Moment bitte. Fleckmanus als Begrüßungskomitee, wie elegant. Die Bälle direkt schneller hüpfen. Oh je, da hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hier gefunden. Ja, verbunden. Ich das jetzt weg. So. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn Flegmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Oh, es nimmt viel zu viel Platz weg und man könnte es auch nicht wegrollen. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Ja, dann guck, wie schwer es ist, ne? 30 Kilo? Irgendwie sowas. Ja. Ja. Hey, Rotom.
Unser ewiger Begleiter im Team, was? So gut, welches Level? 12. Röhre, oh nein! Fuck, noch 147 Mal, wir sind rein. Meisterball. Oh, Heilball. Von der Farbe. Das ist rosa. Yay. Beckmann wurde gefangen. So viel Erfahrung. Krass. In die Box. Hast du schon Fleckmann? Nein, aber es hat noch kein Pokédex-Eintrag hier. Vielen Dank, dass du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Das war gar nicht mal so schlecht. Wenn ich deinen Fangstil beschreiben sollte, würde ich ihn als äußerst elegant bezeichnen. Entschuldigen Sie bitte, die Verzögerung an Ihrem Rüstungspass ist nicht auszusetzen. Bitte steigen Sie ein, der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Selbstverständlich. Für mich geht die Reise jetzt zur sogenannten Rüstungsinsel. Dort werde ich mich ganz dem Training und Fangen von seltenen Pokémon widmen. Vielleicht begegnen wir uns ja eines Tages erneut. Nun denn, ich empfehle mich. Milch. Die Milch ist gesund. Achso. Ja, das auch. Was? Außerdem überhaupt. Ich glaube, wir werden nicht schneller fertig jetzt. In 3 Folgen. Ja. Ich glaube auch. Ne, ja, dann machen wir halt einfach normale Folgen und gucken. Let's go, Brassbury! Achso, Pokémon noch wechseln. Pokémon wechseln. Ist eine schlechte Idee, das vorne zu lassen. Ne, wobei, so schlecht auch nicht. Taffy. Wir kriegen eh kein. Ist? Keine Erfahrung. Wenn wir uns anders vorsetzen. Ganze. Ja. Wenn wir eh keine Erfahrung kriegen, kann ich mir was anderes vorstellen. War. Ja. Aufi! Oh shit. Ich hab Ness geredet, das war immer. Hast du den? Richtig. Ach nee, den ich ersten glaub, hatte ja, ich alleine genau. gemacht, ne? Eigentlich. Eigentlich ja. Also sprichst du ihn trotzdem, oder? Mach ich einfach. Kein Problem. Ja. Huch. Na, was nicht. Der Champ! Das passt überhaupt nicht. Nein. Der Champ, gut, dass du hier bist. Was ist hier los? Was für eine lässige Begrüßung. Als unser neuer Champ bist du ja noch eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Also, ich war gerade mitten in einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses Dynamax-Pokémon ins Stadion geplatzt ist. Zum Glück ist es noch nicht im Stadion geplatzt. Von seinem Trainer war je weit und breit nichts zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja. Ja, aber ja. Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der Nordkorvestadion in Sicherheit sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, das Dynamax-Pokémon tobt immer noch umher. Danke für deine Hilfe, Hopp. Hopp. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Ja, und trotzdem habe ich im Vorturnier den Kürzeren gezogen. Wie viele Toll. Andere auch. Ja, ah, voran. Wie viele andere auch. Hm? Ich bin
doch diesen beiden Clowns gefolgt. Und da habe ich gesehen, wie sie im Stadion von Turfield stolziert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da musste ich einfach helfen. Leider habe ich die beiden dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Nichts kann. Ich würde hier zu gerne mehr über diese beiden. Die Stimme passt gar nicht zu mir. Beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir. Dass dieses Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigt. Moment. Okay. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Farani. Als Champ wirst du uns doch sicher zur Seite stehen, oder? Ja, klar doch. Alles klar. Dann auf zum Kampfplatz. Schätze, ich bin auch dabei. Das Pokémon trifft zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Aber wen trifft es denn dann? Achso. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du doch auch mit von der Partie, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein werde. Alter, mit der Einstellung nicht, Vogel. Gut möglich, dass ich euch eher ein Klotz am Bein bin. Ja, also ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde. Obwohl er sich zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Das stimmt schon. Er würde das nicht machen, aber ich schon. Also ich bleib hier. Ich kann nichts. Achso. Na schön, bin doch dabei, Idiot. Es kann wohl einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. Los, wir sollten die beiden nicht warten lassen. Okay. Oh Gott, das ist so. Stimme ist schwierig. Es gibt jetzt ein Konzert. Ja. Ach, das war's nicht? Okay. Oder den Drachen. Na gut. Einer Schwarm oder. Ich glaub Schwarm, ne? Ja. Sonst haben wir. Oh, Hagel auf dem Feld. Für die anderen nicht so gut. Boah. Ja, die Animation. Dann zum Göttingkampf. Aber so. Kleinste Problem. Feuerball. Feu, feu. Er ist überhaupt keine Hilfe. Das ist sehr effektiv. Mehr Hilfe als Nefgarde. Ist die Eisattacke gemacht, wenn wir den werden? Okay. Oh ja, stimmt. Der Griff sinkt. Sinkt sie denn? Hey. Fehlt. Was? Die kann nicht verfehlen. Aber ich dachte, Lina Zauber. Was du mit Schock? Ja, die ganzen Mitkleinen schmeckt gar nicht noch. Wumms. Wie die Idee. Jetzt belebe ein. Sieht ziemlich belebt aus, schon vorher.
wenn es stehen kann. Dann hätte man er das vielleicht irgendwie raustragen müssen, so über der Schulter oder auf dem Arm oder so. Was liegt da? Also ist es dann so kompliziert von der Animation? Oder genau, oder es leere einfach nur noch da. Dann das Aufstehen. Wäre aber cool gewesen. Vielleicht ist es auch so ein Rock Lee, der dann lustlos einfach wieder aufsteht und weiterkommt. Ja. Vielleicht. Man hat es ja auch gerade gerufen. Also, während es stimmt. Ohnmächtig ist. Oh. Das wird gleich geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist mir einfach nicht geheuer. Du bist nach wie vor kein Freund von Dynamax-Phänomen, wie? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. An dieser Dynamaximierung eben war etwas faul. Ich rieche es noch bis hierhin. Da war keine Spur von seinem Trainer. Keine. Außerdem konnte Fuya seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon Verwirrung auf mich gewirkt. Dabei habe ich den Status gar nicht verursacht. Ach so. Stimmt. Für gewöhnlich dynamaximieren sich ein Pokémon dynamaximiert sich ein Pokémon, indem es auf ein Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde durch irgendwas gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespürt, Farani? Hast du mich angetatscht, oder was? Will das damit sein? Ich glaube, ja. Du hast es also doch gemerkt. Auch, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Jedenfalls lässt sich sein Trainer hier nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Die Auflösung dazu in Galileo Mystery. Ich werde... Ey, seine Stimme ist... Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Turfield gut um Royal kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Rein, falls du jemals meine Hilfe brauchst, dann lass es mich wissen, okay? Also gut, mein Kleines. Dann komm mal mit. Oha, oha. Du hast unserem Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha. Wie erwartet, scheint der Liga nichts Besseres zu tun. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hier steckt ihr zwei also. Gebt uns das rostige Schwert. Und zwar sofort. Oha, oha. Mir ist neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es so wäre, wir geben ja gar nichts wieder zurück. Bei euch piept's wohl. Kommt auf der Stelle da raus. Was habt ihr überhaupt hier zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. In der Vorschrift gilt nur für den Pöbel. Unser Eins betrifft das nicht. Ganz genau. Wir sind grün. Dass jemand mit solch einer absurden Frisur, wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen, mein geschmacksverirrter Freund. Dein Ernst? Willst du wirklich bei der Aussage bleiben? Entscheiden Sie sich jetzt. Und erst dieser absonderliche schwarz-weiße Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Mir doch egal, was zwei unverschämte Ignoranten hier von mir halten. Wie dem auch sei, und 6 Minuten war ein voller Erfolg. Gewiss auch, als nächstes sollten wir versuchen, eine stärkere Pokémon zu dynamaximieren. Gewiss doch, und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Sekien ins Summer Center.
Was habt ihr mit Serkin und Samacenta vor? Sperr die Lausche auf, verachtenwerter Champ. Wir haben ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen. Wir werden lassen. Dinge tun. Wenn du uns aufhalten willst, solltest du dich besser an unsere formschönen Fersen heften. Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Nimm sie noch die! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich wollte es gerade sagen. Oh, wie schön. Also ist das ganze Chaos auf euren Mist gewachsen? Hey, bleibt gefälligst stehen, Mann! Ihr könnt doch nicht einfach abhauen. Können Sie wohl. Immer mit der Ruhe haben. Du darfst nicht gleich den Kopf verlieren. Wäre nämlich nicht gut für deine Gesundheit. Aber die zwei machen die Biege. Wir müssen sie doch aufhalten. Sie können uns geradewegs in eine Falle locken. Wir sollten ihr nicht blindlings nachlaufen. Wir sollten Waffen besorgen. Schusswaffen. Und die Gegend abscannen nach Fallen. aber erstmal Drohnen. Uff. Uff. Na schön, du hast wahrscheinlich. recht. Versorgen wir jetzt Waffen. Ja, gut, dann atmen wir jetzt alle mal tief durch den After und beruhigen uns. Na, aus dem wirren Gebrabbel dieser beiden Typen können wir zumindest schon einmal schließen, dass sie nicht besonders klug sind, dass sie das Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Das regt mich auf. Ach so. Das dürfen wir nicht zulassen. Ganz meine Meinung. Besorgen wir uns Waffen. Um das rostige Schwert kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Farani, Ness, die schnappen wir uns. Nick, nick. Apropos, die schnappen wir uns. Nächsten Part. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das ist aber so. Alter. Es ist noch einiges zu tun. Aber bis dahin. Ja, dann let's go. Bis tschüss, dann. Tschüss. Ciao, ciao.